von Hoffenheim für 15 Millionen Euro in die Wüste geschickt. Luis Gustavo hat im Trainingslager der Bayern in Katar seine erste Einheit im Münchner Trikot absolviert. Der 23 Jahre alte Brasilianer könnte über seinen Wechsel aus dem Kraichgau zum deutschen Rekordmeister nicht glücklicher sein. Ja, das war immer mein großer Traum, zu einer sehr guten Mannschaft zu spielen. Und jetzt bin ich hier bei Bayern München. Und besser konnte nicht sein. Nach seinen 3 Jahren im beschaulichen Hoffenheim ist der große FC Bayern für Gustavo eine völlig andere Welt. An seinem ersten Tag als Bayern-Profi lernte der Neuling dann auch gleich die spezielle Art von Trainer Louis van Gaal kennen. Ja, die andere Philosophie, für mich ist alles neu. Und heute war mein erster Tag, aber das ist normal. Nach einer holprigen Hinrunde können die Bayern den Abwehr-Allrounder gut gebrauchen. Das wissen auch seine neuen Kollegen. Ich finde es gut, dass er zum FC Bayern kommt, weil er ein guter Spieler ist, weil er sehr dynamisch ist, weil er ein gutes Zweikampfverhalten hat und so die Mannschaft sicher bereichern wird. Auf welcher Position, das wird man sehen. Es ist gut, dass man so einen Spieler auch geholt hat, der auf mehreren Positionen spielen kann. Ob in der Verteidigung oder im defensiven Mittelfeld, Gustavo ist flexibel einsetzbar. Ein großes Plus, zumal der Verein seine Einkaufstour beendet hat. Also es kommt kein Spieler mehr hier nach Katar. Das ist, glaube ich, das, was Louis van Gaal meinte. Und wir werden auch keinen Transfer mehr tätigen in diesem Winterfenster. Abgänge im Bayern-Kader allerdings sind nicht ausgeschlossen. So war zuletzt über einen Wechsel von Kapitän Marc van Bommel spekuliert worden.